Kann ich es benutzen? Nee. Okay, dann halt nicht. Dann gehen wir mal weiter. Da kam auch einer runter. Isaac, ich habe mich ins Sicherheitssystem des Decks gehackt. Es hat etwas gedauert, aber ich konnte die Tür zum Wartungssektor öffnen. Die Platine sollte irgendwo da drin sein. Okay. Komm mal rein. Kannst du vergessen. Oh, die Munition ist voll. Isaac, wir brauchen noch die Platine für den Monorail-Computer. Ja, sie ist im Wartungssektor. Wir müssen nochmal unser Inventar irgendwie erhöhen. Das ist, der so extrem toll ist. Hier spricht Benson von der Monorail-Technik. Wir haben was rausgefunden. Smith hat einen umgelegt. Es hat keinen Zweck, auf ihren Körper zu schießen. Ihr müsst die Gliedmaßen abschneiden. Schnappt euch einen Cutter oder sowas und dann zerlegt sie. Jo, das wissen wir ja mittlerweile. Isaac? Kendra hier. Offenbar ist die Tür zum Lagerraum verschlossen. Es sollte im Wartungssektor aber einen Schlüssel dafür geben. Ach ja, wir sind sicher. Wir waren sehr, sehr richtig hier. Fahrkarte. Dann weiter gehen. Ich hoffe hier lang. Ja. Also wenn ich den Schwimmen wieder nicht allzu viel drehe, das ist einfach nur, ich bin da sehr konzentriert drin. Obwohl ich schon mehrmals hier gespielt hatte. Aber ich trotzdem bei solchen Umfliegen da nicht. Schon aus Prinzip traue ich denen nicht. Das ist einfach... Ja, ist halt einfach so. Da bin ich schon zu oft überrascht worden von solchen Viechern.
bleib tot. Ja. Ist das mal auf? Hallo? Gibt's da? Rechnung für Reparaturen. USGA Ishimura. Abteilung für Raumfahrttechnik. Rechnung für Shuttle-Reparaturen. Zwei Auftrag. Was? Zweiter Auftragstag. Defekter Forderer. Gyroantrieb vom Schiff USG IESH. S03 wurde ersetzt und ist jetzt funktionsbereit. Dritter Auftragstag. Reparaturen am fehlerhaften 4D-Scope von Schiff USG IESH S01 noch nicht abgeschlossen. Vierter Auftragstag. Beschädigte Landerepulsoren. Also Brandrepulsoren. Im Schiff USG ESH S05 wurden vollständig ersetzt und sind jetzt funktionsfähig. Beschädigte Ansichtsfenster vorne und vorne links im Schiff der Ishimura wurde ersetzt und sind jetzt funktionsbereit. Fünfter Auftragstag. Beschädigte Boosterring von Schiff Ishimura wurde repariert und ist jetzt funktionsbereit. Zuständiger Techniker Wright, JF, Second Engineer, Wartungssektor. Ah, ich hoffe, ich habe alles richtig vorgelesen, ich bin mir nicht mehr so sicher. Das ist voll. Haben wir hier noch irgendwas? Nö. Das war aber außer Munition und Medizin. Beides kann ich mir nehmen. Ach, die Credits müssen noch aufheben. Haben wir jetzt alles? Ja, ich bin ja auch alles. Da ich wieder keinen traue. Vielleicht noch oder keine. Ich traue eher zu, dass ich da eher rumgerannt werde, wie gerade eben. Jetzt da hoch. Ich muss da auch. Ich glaube nicht, aber. Ich hoffe, was kann ich schaden, wenn ich gehe. Wenn ich dieses Gittergeräusch höre, denke ich, da kommt einer irgendwie auf mich zugerannt. Doofes Geräusch. Hektische Kamerabewegung. Mit Energieknoten können Sie Ihre Waffe in Ihren Rig upgraden. Werkbank Energieknoten. Okay. Aufgabe erfüllt. Aufgabe hinzufügen. Die Werkbank. Hier noch was. Ja, noch ein Energieknoten. Und da haben wir Mädchen. Und mal gucken, was wir hier noch machen können. Wir haben jetzt zwei von diesen komischen Dingern da gekriegt. Wir können jetzt, glaube ich, unsere Luft verbessern und unsere Treffer-Pinke. Und ich würde sagen, okay, wir müssen also erst das da machen, was?
Kammern. Kapazitätsraum. Ja doch, das braucht Räder. Das ist der Schaden. Jetzt einfach einmal. Und nochmal hier einmal. Ja, kann man auch gerade nicht machen. Da brauchen wir einfach diesen komischen Dingern da. Bring die Platine zur Monorail-Steuerung und setze sie in den Kontur ein. Dann ist das Monorail-System wieder online. Diesmal war ich nicht so gut. Diesmal werde ich sogar Medizin brauchen. Schon nicht mehr besser. Aber wir haben hier noch Medizin rumstehen. Zack, die nehme ich gerade mit. Dann muss hier. Dann gibt es einen Speicherpunkt. So. Mein berühmter Saar. Dann, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ruhig einen Kommentar da. Daumen hoch, Daumen runter, wie ihr es möchtet. Und ja, das Dead Space ist eher so ein Spiel, was ich vielleicht eher mal in Angriff nehme als Outlast, weil hier kann ich mich wenigstens auch wehren. Hier muss ich nicht mich verstecken. Weil ich sagen muss, ich habe wirklich nie weitergespielt als bis zu den Laboren. Und ich weiß nicht, was da danach kommt. Ich weiß schon, was danach kommt. Also ich weiß es nur, stückchenweise, was auf mich zukommt. Ich habe zum Beispiel auch schon den Endboss einmal gesehen bei einer Bekannten. Und nee, ich war bei einem Video so rum. Bei einer Freundin habe ich es gesehen gehabt, so. Und ich muss dazu sagen, ich bin ein bisschen, ja, feige darin auch. Weil ich weiß, was auf mich zukommt. Ich weiß, was ich ausweichen muss und ich weiß, was passiert, wenn ich nicht ausweiche. Und ich weiß, was für Viecher noch da kommen werden. Und das wird noch ein sehr, sehr lustiges Erlebnis für mich, die auf jeden Fall zum allerersten Mal zu treffen. Und wahrscheinlich werde ich mehr Angst haben als sonst irgendwas. Aber ist ja egal, das ist ja da eigentlich der ganze Spaß an der ganzen Sache wahrscheinlich. Und ja, keine Ahnung, was ich noch sagen soll. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch gefallen. Sagt mal Bescheid, ob so ist. Und ja, würde ich sagen, man hört sich, man sieht sich, man liest sich. Ciao.